Hallo und herzlich willkommen hier. Das ist heute hier in der Karte von Thüringen, Version 3.1, von 19. Ja, ich wünsche allen einen schönen Samstag, für ein schönes Wochenende und viel Spaß mit dem Video. Wenn ihr Lust und Laune habt, bleibt gerne länger da. Und ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen, fleißig liken. Ja, ist schon viel erreicht in diesem Jahr, im alten Jahr. Ich fahre jetzt weiter, bin jetzt zum Frühjahr zur BGH und zwar hier auf Platz 1. Hängen wir fest? Wenn ja, wo? Lauf kann nicht sein. Gut, machen wir Deckel zu. Und die Innenansicht sieht besser aus. Hatte ganz kurz technische Probleme gehabt von der ersten, zweiten Folge. Ich habe geflackert in der Folge. Ich habe mal die Kabel eingesteckt, Kontrolle gemacht und ich hoffe, dass es nun weg ist. Ne? Ich fahre mal geradeaus. Zur BGH rüber. Schweinestall, ja, er könnte viel Gülle bringen, ne? Theoretisch. Wäre eine Option, aber wir müssten Futter einkaufen. Das ist dann eine Möglichkeit. Wäre ein Klacks. So, da wollen wir in die Richtung fahren. Aber ich denke, wir haben genug Schweine in der Marsche tun. Da müssen wir hier keine haben. Oder was meint ihr? Kurz am Mister. Kann doch nicht sein. So, ab zur BGH. Müssen wir hier lang fahren. Lohnzahlung, ja. Klar, einer fährt ja von Ausreif. Soweit ich weiß, der Mistfahrer. Da ist die BGH. Die Stücke mal einführen können, ne? Und ja, hier wollte ich das Pferdegras reinbringen. Einer beim Silos. Also links oder rechts am besten, also Mitte. Falls verbuggt ist, dann kommen wir an beide rein, glaube ich. Ja. Wir müssen da rückwärts fahren. Das war nicht genau richtig. Das aufmachen natürlich, ne? Das muss sein. Einmal sehr mal, ne? Oder wenn dann seitlich abkippen, abpumpen. Ach, da haben wir davon. Gut, da können wir ja. Lackert ein bisschen, wenn wir nach vorne fahren. Vorne hinten. Wir haben den Kopf noch nicht genau erwischt. Beim Befüllen war es da vorne gewesen. Mal sehen, abladen, vielleicht auch vorne. Ja, die Straßen sind nass hier. Wir drehen durch. Na komm schon. Fahren wir seitlich ran. Vielleicht besser. Können wir das Grünzeug fahren? Ist ja okay. War's doch gerade. Raus damit! Ja, auch hier muss zum Silo eine Anzeige her. Aber ich weiß, wo drin er ist. Ich halte ihn aber kurz im Menü. Diverses, glaube ich. Und zwar eine kleine Anzeige für Mengeninhalt. Ne? Die kleine reicht ja aus. Und
Dass ich Bescheid fürs noch drin ist, ne? So, mal kurz. Dann drehe ich mir mal die Kuh, die vorne sehen kann. Gehen wir dicht heran. Das muss, glaube ich, gedreht werden. Ich war jetzt in Notfix verkauft und mir neu hingestellt, aber hier muss schon richtig sein. So, jetzt haben wir schon mal eine Anzeige. Das ist nicht teuer und wir haben im Überblick, was drin ist. Ne? Und hier können wir den wieder abholen. Die Gäre ist fürs Fell. Wie viel genau reingeht, weiß ich nicht. Hoffe, genug. Gut, da kann der nicht stehen bleiben. Wir werden dessen mal zum zweiten Drescher gehen und den vorbereiten. Weil das muss auch gemacht werden. Obwohl Getreide noch sehr weit weg ist, noch bis zum, zur Ernte, aber. Hier müssen wir noch einiges vorbereiten, ne? Ich springe mal rüber. Sportlich wie ich bin, ne? Ja, lange ist her. So. Die Aussaat ist auch nicht so weit. Wollte den einen Grupper hier herstellen, das kann man auch noch machen. Der Grupper kann nicht mit rein, der drüben steht. Geht dann nur im Wege. Die sind repariert. Die packt er auf. Dann fahren wir das her und die Gruppe her, das können wir auch noch machen. Da hatte ich mal hergefahren gehabt vor ein paar Tagen im Game, ne? Und da wusste ich nicht so recht nach, wo stellst du am besten hin, weil ich die Insätze. Ui. Das ist stürmisch. Das ist eine Gruppe, kein Flug. Man kann auch nur Gruppe. Ne? Habe ich mal genommen, falls ich mal die Standardmaschine nehme für Mais, dann muss ja vorher die Gruppe werden. Hier wollte ich eigentlich keine Silage reinmachen für die Kühe, das ist nicht so umständlich. Ich muss rückwärts fahren. Ein bisschen sehr, sehr aufwendig. Also, muss man Geduld haben, ne? Bis es richtig klappt. Darum geht es ja. Das ist ja, muss ja auch funktionieren. Ne? Wenn da viele Fahrzeuge sind, dann stehen die sich im Stau. Oder das ist nicht gut. Das mit Deichsen. Schwer zu handeln für mich. Also, mal schauen, hier reinkriege ich überhaupt. Wenn nur mit Mühe. Wird sehr mühsam. Aber eine Halle ist der einzige Ort, wo kein großer Aura fährt, ne? Das wird schwierig. Muss ich tricksen. So, alle mal kurz weggucken. Ja, so. Nicht mal das krieg ich hin, ne? So. Guck mal, ja, das könnte wieder herfahren, ne? Ist alles gut. Aber das ist auch noch keine Garantie, dass es klappt. Weil der durstige, das Gelenk hier irgendwie total nicht das macht, was ich mir so vorstelle. Vielleicht immer ganz gut ein. Von vorne, das glaube ich auch nicht. Wäre ein Versuch wert, ne? Mal Gewicht ablegen. Ich hab's noch nie probiert, muss ich mich festkriegen. Ja, auch nicht. Gut, der Plan hat sich erledigt.
Bei einigen Fahrzeugen geht es gut, aber hier geht es nicht. Mal gleich wieder durch anhängen. Dann später werde ich suchen. Und ohne klares System, wenn man was zu liegen hat, sucht man sich da um den Weg. Und bei der Fettkamp ist so. Spreche aus Erfahrung. So, mal wieder den Tricksen. Andere wird sowieso nichts. So. Das ist sehr flexibel, der Bursche. Sieht schon sehr gut aus. In ein, zwei Wochen, wenn ich es nicht verwenden werde, habe ich gesagt, oh Mensch, wie hat er das reingekriegt, ne? Wie er es gesehen hat. Ja, aber die hinteren Achsen, da sind zwei Räder so und so. Und wie gesagt, hier vorne. Das schlägt immer ungünstig ein. Und schon geht nach links. Den machen wir durch. Ah, jetzt ist es besser. Jetzt ich kann auf den Ball. So. Halbwegs gut hingestellt. Packt doch hier vorne her. Hat die darum, dass die Fahrzeuge nicht im Weg stehen. Ne? Ja, das ist ein Problem dabei. So, ein Drescher. Egal welchen. Links, rechts. Grün, dann wir. Die Reihenfolge durch mein Feld, das vorweg liegt. Mein Grün würde auch bei Rot anpassen und umgekehrt, aber. So, der ist noch Mist hier und nicht sauber. Nicht sauber wäre nicht das Problem, kann hier regen. Und reparieren müssen wir auf jeden Fall. Nightwing garantiert auch. Die wären uns egal nicht schlecht, wenn wir überlegen und eins hinbauen. Aber 100%ig will er sich dann irgendwann wieder dazu zu nehmen. Vorher noch Mod. Den ich glaube ich habe, geht glaube ich nicht. Richtig Infos nicht. Dann müsst ihr auch einen Radlader haben, der es entsprechend hochhebt. Mit entsprechendem Zubehör. Ja. Haben wir nicht, glaube ich nicht, dass wir den haben. Das habe ich schon nicht, aber. Überlege Erweiterung. So, vorne X die Räder raus und die Deichel. So, guck mal hier runter. Und wow. Flackert ein bisschen, will in die Erde eindringen. Scheiße, er ist weg. Info. Sagt mir jetzt nichts. Ah, jetzt hat er ihn. Mit Mühe und Not. So, Reparatur dürfen wir jetzt beides. Dann werden wir ganz kurz unsere Station fahren und reparieren. Waschen brauchen wir nicht bei Regen, das ist glaube ich ganz sauber. Aber tanken müssen wir auf jeden Fall, das ist notwendig. Feld 10 will ich mit zwei Geräten arbeiten, da komme ich gut hin. Der Abfahrer muss ich auch noch einrichten. Ja, damit. Das wird schwierig. Mal schauen. Freies Gerät zu haben. Ne? Na gut, dann doppelt waschen. Freies Gerät, traktormäßig. Die anderen Anhänger können ja, die speziell können so mit Dings fahren, Hexekit und Gras und so ein Zeug. Und
Die normalen muss ich halt dann doch für Getreide nehmen, ne? Muss ich schauen. Weiter mal zukaufen, wenn nicht anders geht. Aber ich denke mal, dass früher das Gras reif wird als hier. Als unser Getreide. Aber wir haben ja Zeit, wir können ja das ein bisschen vorbereiten. Warum mehr Stress haben, ne? Hier war zu eng. Der Traktor müsste da weg. Den könnt ihr mehr ausholen, dann werde ich vielleicht eher rumkommen, ne? Da wollte ich eigentlich Muschfutter damit fahren, aber das hier im Lager passt nicht rein. Muss ich mal gucken, irgendwas im Forum gelesen, wenn man da Datei auftauchen muss, dann muss es funktionieren. Wenn ich mich richtig daran erinnere, also er hat die Datei da schon mal gespeichert. Verlinkt, glaube ich sogar. Also, ja. Jedenfalls ist er so, steht zur Verfügung. Also, weil ich habe mir auch im anderen Lager schon Mischfutter eingefahren. Da war Version 3.0.1. Da kommen wir gerade so rum, ne? Schon? Na jetzt. Gut, da habe ich ausgemacht, aber der Traktor war am Weg, ne? So, Zeit 16. Wahnsinn. So, Zuschauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Und dann mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen geht es hier weiter am Sonntag. Und dann fahren wir den entsprechend rüber zum Feld Nummer 10. Tschüss, ciao, ciao. Noch schönen Rest Samstag. Und nochmal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.